So Leute, der Samstag hier am Red Bull Ring und er hat eigentlich mega gut angefangen. Mein Teamkollege, der Jordan Pepper, hat das Ding auf Pole gestellt und wir sind einfach extrem gut auch dabei. Ja, haben gedacht, es wird heute ein mega Tag und dann, was passiert? Er rollt zwei Runden vor Schluss aus im Qualifying. Möchtest du was sagen? Jönsi hat heute Geburtstag! Yes! Ja, also wie schon gesagt, unser Auto ist dann im Qualifying ausgerollt und somit können wir nicht starten, weil wir ein Problem mit dem Krümmer haben. Und das kann man nicht reparieren, das dauert mehrere Stunden, dann muss der Motor raus und jetzt stehen wir da und können zuschauen, wie die anderen fahren. Ärgert mich natürlich zu Tode, aber kann man nichts machen. Das ist Motorsport, das ist leider so. Ich denke, ihr bekommt auch immer wieder einen Eindruck, was das einfach bedeutet. Man ist als Fahrer echt in so einer Situation, dass man nicht immer alles im Griff hat. Aber whatever, bedeutet, dass ich heute viel Zeit habe, nichts zu tun, mehr Zeit zum Filmen. Schauen wir mal auf den Griff. Why are you not in the car? Yeah, well. You can say swear words, it's okay. It's only YouTube. It's not real TV, you can say whatever the fuck you want. Warum wollt ihr in den Vlog? Weil du cool bist. Was, weil? Cool bist. Schleimer. Das hier hinten, das wäre eigentlich... Ja, das war das leck mich doch am Arsch Gesicht. Das ist eigentlich unser Startplatz, aber ja, jetzt haben wir die anderen Mädeljungs, den Hambrecht, Christa Jöns, die starten jetzt hier. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die so ein bisschen unsere Bentley-Flagge hochhalten, aber ärgert mich natürlich, ich hätte so gerne auch hier, wo die starten. Geht nicht, sind wir heute Zuschauer. Mach's gut. Was ist das Ding heute nach Hause, oder? Ja. Von hier direkt am Parkplatz dann. Ja! Ja, Junge! Gib alles. Pokémon suchen auf der Strecke noch. Hey, hey. Erst Rennen fahren, dann Pokémon suchen. Ja. Ich habe gehört, dass du Pikachu in Turn 2 ja? musst. Ja. Dann gehe ich jetzt fix da hoch. Ja. Ich mach mich auf den Weg. Mal gucken, dass wir alle sicherlich die erste Kurve kommen und dann mal ein schönes Rennen fahren, ohne Kontakt. Bla, 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 bla. So, jetzt sind wir doch noch auf Pole Position, ne? Ja. How are you feeling about your pole position? First ever pole position, first sitting here. Position. Clear road ahead, but unfortunately we don't have a car around us. So eine Scheiße. Tomorrow again. T1 by our friend Mr. Abbott. Morgen wird wieder angegriffen. Weinen hilft nichts, weiter geht's. Das Rennen geht gleich los, ihr seht's. Da ist nichts mit fahren, hier steht, wir machen jetzt alles, bauen hier einen kompletten Motor jetzt raus, wird alles zerlegt. Ersatzteile werden extra eingeflogen und dann können wir hoffentlich morgen nochmal angreifen und schön attackieren. So, jetzt drehen wir noch eine schöne Bentley-Tour. Wir haben hier lauter schöne Bentleys. Ich darf den neuen Bentayga mal fahren. Bin ich echt gespannt. Bin hier noch nie drin gehockt, ist ganz cool. Fabian Hambrecht hockt hinten im Mulsan. Moin. Ich darf den Bentayga fahren. Ja? Man macht nicht zu viel aber, Druck von ihm. Immer noch dran denken, ne? Halt kurz an, im Turn 2 Pikachu. Ne? Ja. Ist immer noch da. Ich hab's gesehen, da war sogar wer und hat gesucht. Da ja, dann, Rennen, dann, ja. Dann join nochmal. Ja. Aber ja. Du warst hier nicht so schnell, gell? Nicht so viel Druck. Ja. Nee, nee. Entspannt fahren. Hier Bentayga, dann haben wir noch Continental. Cabriolet da vorne, also ihr seht schon, das ist eine komplette Flotte. Komplette Bentley-Flotte. Und wir fahren den jetzt.
allererste Mal, dass ich hier in dem Bentayga sitze. Und es ist ein bisschen heiß. Ich habe einen Co-Driver, das ist die Susi. Die arbeitet für uns in der Hospitality und macht so ein bisschen Twitter und den ganzen Spaß. Also so ein bisschen organisatorisch hilft sie mit. Und sie ist heute der Co-Driver und wird mich ein bisschen filmen beim Fahren. Are we ready? Yes. Okay. Are you ready? I am very ready. Yes? Yes. Perfect. Can we start this? Like, I don't even know where to start it. Sie kennt sich schon ein bisschen aus. Schon ein schickes Auto, ne? Darf ich auch mal damit fahren? Dann düsen wir mal. Wenn ich sonst schon heute nicht fahren durfte, ne? Da ich ja heute überhaupt nicht fahren durfte und eigentlich nur den ganzen Tag rumgehockt bin und gegessen habe und Kaffee getrunken und Kuchen, gerade mit Miesi noch einen Kuchen gegessen, dann darf ich jetzt wenigstens einmal heute noch um die Strecke fahren, und zwar im Straßenauto. Ist zwar nicht das, was ich mir erhofft habe, aber besser wie nichts. You drove it before already? Yeah. I drove it at Sachsenring and at Lausitzring. Ah. It's an amazing car to drive. Not really on a circuit, yeah, but it is an amazing car to off-road. Drive. Off-road? Can we go off-road? Off-road. We should go off-road. We should definitely yeah, go off-road. Do I get in trouble if I go off-road? Hell yeah. Yeah, shit. So, Freunde der Sonne. Oh, ein Aventador. Oh mein Gott. Entschuldigung. Are they gonna drive fast? He'll drive as fast as he wants to go, and then if he's not happy, yeah, there is a turn, I think it's turn 7, that he's not happy with, just because there's lots of gravel on the track. So he'll be careful because he doesn't want the stones to flip up and hit each other's cars. And it's all customers driving? It's all customers driving. We've got Max, Ben's family driving in the GTC, and I've got Mr. Fabian Hampret in the Mulsanne behind me. So. Are we allowed to ride any curbs? You can ride whatever curb that you want. Yeah? Yeah. Oh, yes. I kind of trust you. Weird. Weirdly. It suits you. You should get one. Yeah? It suits you. Big family man, clearly. Yeah. First the car and then I get a family. First the car and then the family. Oh, yes. Also von innen, Leute, wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Sehr angenehm, der geht auch überraschend gut. Bin noch nie gefahren, ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht mit dem Auto wirklich beschäftigt. Hier gibt es auch viele Knöpfe. Ich kenne mich mit dem Bentley-Interieur gar nicht so richtig aus. Aber kommt schon chillig. Schon vom Feinsten, mir gefällt das Lenkrad sehr gut. Ganz wichtig hier, bam, früh ans Gas. Richtig schönes Lenkrad, mir gefällt das richtig gut. Schön sportlich, schön edel mit dem Logo. Man sitzt echt gut in dem Auto, das fährt richtig, richtig schön, angenehm. Ich hätte natürlich Bock, jetzt so ein bisschen mehr zu ballern. Some people. They were like, "Who the fuck is that?" No, but they knew your face. Do I look smart in this car? You look very smart in this car. It really suits you. It must feel so different, though, to drive this car than the actual race car, even though it's built on the same Bentley. Yes. Chassis in the same with the yes. same Bentley ethos behind it. This feels so much better because I can sit on the left side. Very good. Thank you so much. I'm really happy. Yeah, it was my nice pleasure. We do a So Leute, ich sag jetzt mal alle schön Danke zu Susi, ne, dass sie uns halt schön mitgenommen hat in ihrem Auto. Danke Susi. Bye bye. Sehr, sehr schönes Auto. Hier haben wir nochmal einen. Wie war's? Cool! Ja? Cool. Aber viel zu schnell! Viel zu schnell! Und so viel Kurven! Das war ja ganz langsam! Nein, ganz langsam! All that smoke coming off the brakes! Yeah? Was not me? Was not me? Jetzt beschweren Sie sich, dass hier die Bremsen rauchen, aber ich bin ja schon, wir sind total langsam gefahren. Also wunderschöne Autos, richtig schön. Seht ihr mal, das ist auch einfach cool. Das macht Bentley für ihre Kunden. Und ja, wir haben jetzt auch einfach die Möglichkeit, hier ein bisschen die Autos auszuprobieren. Ihr seht hier gerade den jungen Fabian Hampret, der hier schön den Mulsanne dick einparkt. Ne? Schön dicke Welle machen.
Ist ja noch ganz. Hast du wieder Eis kaputt gemacht? Mal einen halben Tank rausgeballert. Man, acceleration is really good, eh? Yeah, this one, no. No? Okay, we cut this. So, vom Bentley kommen wir jetzt zu was, das fast genauso ist wie ein Bentley. Aber nur fast. Wie heißen die Dinger denn? Haben die Namen? Keine Ahnung. Also wir fahren jetzt einmal mit keine Ahnung. Ihr wisst bestimmt, was das ist. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, diese kleinen Mini-Dinger. Von Razer ist das. Razer. Razer Drift Car. Haben die gerade hier bei uns eigentlich zurück ins Fahrerlager gelaufen, haben die gesehen und gesagt, komm, da müssen wir es mal ausprobieren hier. Mal ein bisschen driften. Wir haben noch gar nicht gratuliert, ey, zum zweiten Platz, Junge. Echt? Den wollen wir noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Second is the first loser, ne? Fühlt sich hier, erstes Bentley-Podium im Jahr. Das ist schon ein bisschen geil jetzt, ne? Nicht so schlecht. Sehr gut, Junge. Jeppa! Vielleicht bin ich auch zu schwer. Kann sein. Dankeschön. Danke fürs Filmen. So, Freunde, das war also das Wochenende hier am Red Bull Ring. Heute Sonntag ist natürlich so gewesen, dass ich Qualifying gefahren bin und natürlich auch den Start und so weiter. Deswegen, da, wie gesagt, kann ich nicht immer so viel filmen. Aber war ein guter Tag. Wir sind noch Dritter geworden. War cool, sag ich mal, nach dem Tag gestern, wo einfach gar nichts lief und wir nicht fahren konnten, obwohl wir eigentlich auf der Pole waren. Also von dem her ein schöner Abschluss. Ich denke, waren wieder viele coole Eindrücke dabei im Video. Falls ihr Spaß hattet, gebt ein Like, abonniert, falls ihr neu dazugekommen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.